Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Discussi Digital. Das Coronavirus hat den Alltag von uns allen komplett auf den Kopf gestellt. Seit mehreren Wochen machen wir Social Distancing. Läden und Restaurants sind bis vor kurzem mehrheitlich geschlossen gewesen. Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte und andere kulturelle Angebote mussten abgesagt werden. Und viele Betriebe haben in der letzten Zeit nicht ihre gewohnten Dienstleistungen, Produkte oder Arbeiten können anbieten. Die Folge davon? Ein massiver Ausfall der Einnahmen. Die Schweizer Wirtschaft leidet auch nach diesen ersten Lockerungen massiv unter dem Coronavirus. Aber was bedeutet das konkret und was wird dagegen unternommen? Mit diesen und vielen weiteren Fragen möchte ich jetzt in die Diskussion überleiten. Aufgrund der Corona-Krise hört und liest man momentan überall, dass verschiedene Staaten und Regierungen auf der ganzen Welt verschiedene Hilfspakete und grosse finanzielle Mittel zur Verfügung stellen für die Unterstützung der Bevölkerung. In der Schweiz ist das Ganze nicht anders. Der Bundesrat hat innerhalb Rekordzeit ein rekordhöchstes Hilfspaket für die ganze Schweizer Wirtschaft aufgeleistet. Es sind bis jetzt rund 17 Milliarden Franken über das Corona-Notprogramm vom Bund bereits verteilt worden. Es ist geplant, dass bis zu 60 Milliarden Franken vorgesehen sind. Jetzt mal angenommen, wenn man das in Relation setzt auf die ganze Einwohnerschaft der Schweiz verteilen, wäre das ein Betrag von mehr als 7'000 Franken pro Person, also recht eine beträchtliche Summe. Die Frage, die sich aber stellt in diesem Zusammenhang ist, reicht das Geld und falls ja, was wird damit abdeckt? Darüber diskutiere ich heute mit der Jacqueline Badram, Nationalrätin von der SP und der Christa Markwalder, Nationalrätin von der FDP. Herzlich willkommen zu Discussi Digital. Hallo. Als erste Frage, was wird mit dem Hilfspaket überhaupt alles abdeckt? Christa Markwalder. Also das Hilfspaket ist gigantisch hoch. Du hast es bei der Einleitung schon gesagt. Es kann bis zu 60 Milliarden, fast ein Jahresbudget vom Bund kosten. Einerseits sind Kurzarbeitsunterstützungen drin, andererseits sind aber auch Bürgschaftskredite drin, wo die Unternehmen ihre Liquidität können sichern können, damit sie ihre Fixkosten weiterhin können abdecken können. Und das sind eigentlich so die zwei Hauptelemente. Und bei den Bürgschaftskrediten muss man natürlich sagen, dort erwarten wir auch, dass die wieder zurückgezahlt werden. Jacqueline Badram, gibt es irgendwelche Branchen oder Personen, die von dem ganzen Hilfspaket überhaupt nicht profitieren? Ja, also zuerst einmal möchte ich noch sagen, man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt 60 Milliarden. Christa hat es völlig richtig gesagt, es sind völlig verschiedene Verwendungszwecke. Das sind wirklich Beiträge, die man in die Arbeitslosenkassen angeschossen hat, die man auch noch wird in der Erwerbsersatzordnung tun für Direktzahlungen an die Leute. Aber der Rest, das sind wirklich abgesicherte Darlehen, die man vielleicht, wenn man realistisch ist, mit 10-20% Ausfällen muss rechnen. Aber das kommt eigentlich wieder zurück. Darum sind die 7'000 Franken pro Person nicht so richtig. Es hat noch Lücken, ja. Es hat noch Lücken. Es hat vor allem die indirekten Selbstständigen, die sind zwar ein bisschen aufgenommen worden, aber sie fallen tatsächlich in der Realität noch durch die Maschen. Und das zeigt eigentlich etwas sehr Interessantes. Unser System ist ganz extrem rundum quasi eigentlich die grossen Betriebe umgebaut, die mit dem Lohnausweis, die klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, da ist alles super irgendwie abgewickelt. Das ist wirklich sehr, sehr gut, wie das bei uns in der Schweiz funktioniert. Aber dann bei den selbstständigen Erwerbenden, dort verpfledert es und dort wird es sehr schwierig, das zu organisieren. Das ist ein interessanter Befund und dort ist auch so, die Selbstständigen sind für die Sonntagsrede dann einmal gut und wenn es dann darauf ankommt, ist es ein schwierig. Frage an Christa Markwalder, in welchen Bereichen sehen Sie momentan Priorität? Also welche Bereiche, welche Branchen, welche Unternehmen brauchen besonders Unterstützung? Also die beste Unterstützung haben alle Unternehmen und Branchen, die wieder ihre wirtschaftliche Tätigkeit aufnehmen können. Also wir werden natürlich, dass
Bevölkerung wieder arbeiten kann. Immer unter der Voraussetzung, dass man Distanz halten kann, dass man Gesundheitsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen einhält. Das ist das Effizienteste, wenn die Läden wieder auftun können und auch eben, wenn das Restaurant wieder Gäste empfangen kann, halt mit Abstand. Und insgesamt muss ich sagen, haben wir sicher schnell gehandelt. Es kann aber auch nicht sein, dass eben der Bund nicht in der Pflicht steht, wenn er verfügt, dass man schliessen muss und nachher eben hat man keinen Umsatz mehr, dass man nachher nicht auch hersteht und eben mit dem Instrument von der Kurzarbeit und mit anderen unterstützenden Massnahmen den Leuten über die Runde hilft. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gleich enorm aufpassen, dass wir den Pfad der finanziellen Vernunft nicht komplett verlieren. Ich bin seit den 90er Jahren politisch eigentlich engagiert und aktiv, habe die Zeit noch erlebt, wo unsere Bundesverschuldung durch die Decke gegangen ist. In den letzten Jahren haben wir jetzt gut gewirtschaftet. Dank der Schuldenbremse haben wir auch finanzielle Polster und Schuldenabbau können machen. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir jetzt an die junge Generation denken und denen nicht nach 6 Wochen Lockdown einfach neue Milliarden Schulden überweisen. Jacqueline Bardram, ich sehe da ein kleines Kopfschütteln und ein kleines Runzeln. Nein, ich bin ja nicht ganz grundsätzlich mit der Kiste nicht einverstanden. Ich würde einfach gewisse Sachen relativieren. Und besonders, was ich sehr, sehr heikel finde, ist so ein bisschen das BOMO, das sich jetzt eingeschlichen hat und irgendwie gefühlt die 30 Mal in jeder Tagesschau und in jedem 10 von 10 irgendwie gesagt wird und auch von vielen, vielen Politikerinnen gesagt wird, Rückkehr zur Normalität. Ich meine, das suggeriert einfach quasi, wenn wir jetzt wieder aufdünnen, natürlich, Sicherheitsabstand, bla bla bla, all das Zeug, dann sind die Probleme so ein bisschen wie weg. Also sowohl der Schuldenberg wie auch die wirtschaftlichen Probleme von der betroffenen Branche. Und das erachte ich als relativ heikel, weil wir werden nicht in einer normalen Situation sein. Es ist einfach so, nehmen wir den Detailhandel in Schweden, die Läden nicht zu, 70% Umsatzeinbruch. In Österreich, wo die Läden wieder aufgegangen sind, offene Läden, keine leere, offene, keine Kunden. Mit der Gastronomie, oder die werden nicht ein Zehntel, auch wenn man es jetzt auftut, von ihrem Umsatz können generieren. Der Coiffeur, ich war jetzt beim Coiffeur gerade, beziehungsweise Coiffeur ist zu mir gekommen. Warum? Die sind das Dritte im Laden, nur jemand kann arbeiten, also kannst du nur ein Drittel vom Umsatz machen. Wenn also die Leute nicht bereit sind zu sagen, dann komm doch zu mir heim, beziehungsweise sie hat es mir angeboten, damit sie eben gleichen Umsatz generieren, wegen Distanzzeug und Sachen regeln. Dann wird es schwierig und genau das Gleiche gilt für die Gastronomie. Ich meine, wer geht schon ins Restaurant, wenn er irgendwie Plexiglasabstand hat und so weiter. Die werden noch für viele, viele Monate starke Umsatzeinbußen haben und es ist eben nicht alles einfach normal wie vorher. Und ich will nicht sagen, man soll wegen dem nicht öffnen, ist da, also dass das klar ist, sondern ich will nur sagen, man muss nicht suggerieren, dass jetzt wir die Probleme weggezaubert sind. Und dass da noch weitere Unterstützung ist, namentlich oder ein Mieterlass, respektive ein Wechsel auf eine umsatzorientierte Miete für das nächste Jahr. Sonst werden wir Zehntausende Konkurs haben und wir werden Verschuldungswellen haben zur Deckung der Mieten. Und das ist nicht das, was unsere Konjunkturaufschwung braucht. Wir müssen, wenn alles, was jetzt Schulden ist, gilt übrigens auch für den Staat, aber auch für die Akteure, für die Deckung der laufenden Kosten, das sind die Investitionen, die in der Zukunft fehlen. Und das ist konjunkturpolitisch, also für den Aufschwung. Wenn die Investitionen fehlen, weil alle mit dran sind, die Schulden für die Vergangenheit zu decken, das wird ganz schwierig und wir laufen in der Weltwirtschaftskrise. Und darum gibt es schon noch Sachen, die man nachbessern muss. Also vielleicht noch rasch als kurzer Nachtrag. Also ich habe nicht behauptet, es gäbe ein Zurück zur Normalität. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass es Einbrüche wird geben und dass es lang, lang geht, bis wir wieder dort sind, wo wir noch in diesem Januar waren, bevor das Virus auf die Schweiz erreicht hat. Aber ich denke, wir müssen auch schauen, dass dort, wo sich gesundheitspolitisch rechtfertigen lässt, dass die Menschen möglichst schnell wieder anfangen zu arbeiten, was irgendwo möglich ist. Weil das, was man jetzt einfach runtergefahren hat, kann man nämlich auch wieder hoch tun. Was mir jetzt zum Beispiel nicht einleuchtet,
ist, dass man in den Lebensmittelläden keinen Hammer und keine Schrauben darf kaufen, weil das offenbar nicht gut vom täglichen Bedarf sind. Dass man aber jetzt den Baumarkt hat geöffnet und sagt, okay, dann geht doch in den Baumarkt, das geht posten. Aber dann gehst du an zwei Orte her, um die Leute, dass sie sich möglichst nicht anstecken mit dem Virus, müssten sie ja eigentlich können, während ihrem Lebensmittel einkaufen, auch noch gezettige Sachen, oder wie Blumen mitnehmen. Bobby, ich gebe dir völlig recht, Christa, das ist auf den ersten Blick ein bisschen komisch, aber das ist ein bisschen auch dem Umstand geschuldet, dass das Gewerbe, gerade der Detailhandel, massiv interveniert hat, dass jetzt Coop und Migros und so weiter dürfen quasi das Sortiment erweitern. Haben sie gesagt, ja, die dürfen dann, und dann aber wir nicht. Und darum hat man dann das Sortiment wieder geschlossen. Und Baumärkte und Gartencenter hat man geöffnet, weil es extrem saisonale Produkte sind. Und Baumärkte, weil alle zuhause sind und am Klütteln an ihren Sachen rumbasteln. Ja. Du weißt, warum man das aufgetan hat. Und Gartencenter sind nun mal, es ist einfach im April, Mai das grosse Business. Und alle müssen ihre Gärten und Balken, wo sie auch viel mehr zuhause sind und noch mehr Druck ist, die zu machen. Das war ein bisschen der Grund. Und das andere war mehr ein bisschen so mit den Anonymitäten vom noch nicht geöffneten Detailhandel. Aber ich verstehe, dass man auf den ersten Blick so findet, hey, das ist ja schon ein bisschen schräg. Ja. Aber ich würde gerne noch einen anderen Punkt in die Diskussion reinbringen. Und zwar haben wir eben von dem höheren Betrag auch geredet, in dem Hilfspaket, das vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Es gibt aber auch dann Stimmen, die finden, ja, wer zahlt das Ganze? Die Frage an die beiden Damen, ist es dann die Verpflichtung vom Staat, auch jetzt den Unternehmen aus der finanziellen Notlage zu helfen oder nicht? Also wir haben ein gewisses Risiko, dass jetzt in dieser Situation, wo man so schnell und günstig an Kredite bei der Hausbank kommt, die Bank selber nicht im Risiko steht, weil sie eben 100% vom Bund verbürgt sind, dass da auch Unternehmen gestützt werden, was schon vor dieser Krise nicht gut gegangen ist. Und die werden jetzt quasi mit Geldern, die am Schluss der Bund muss abschreiben muss, also Jacqueline hat da schon eine Zahl genannt, ich masse mir das noch nicht an, wie viel, dass wir am Schluss nicht überlebende Firmen haben. Aber ich glaube, es muss jetzt auch unser Ziel sein, in der Politik unbedingt Konkurswellen zu verhindern, weil Konkurswellen sind Dominoeffekt. Und ich habe das zum Beispiel eingebracht, punkto Reisebranche, wenn ich das rasch darf erläutern, dass man dort einen Rechtsstillstand herbringt bis Ende September. Und die Reisebranche müssen die gleiche Arbeit, also die Reisebüros, zweimal machen. Sie haben Kunden ihre Ferien gebucht, dann haben sie das Ganze wieder müssen rückabwickeln und versuchen, die Gelder zurückzuzahlen. Und dann haben sie nicht alles bekommen, sollten jetzt quasi von den Fluggesellschaften her noch Bankspiele für die Kunden. Also dort stellen sich ganz viele Probleme. Und wenigstens dort mal für die ganz speziell betroffenen Branchen können eine kreative Lösung suchen und sie jetzt einfach mal bis im September vor Betreibungen zu schützen wegen der Rückerstattung von ihren Kundengeldern. Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen, einfach ein bisschen kreativ denken. Ja, das glaube ich auch. Wenn wir kreativ denken und auch ein bisschen halt improvisieren, es ist, also sowohl in der Politik muss improvisieren, aber insbesondere auch die Unternehmen müssen wahnsinnig viel auch improvisieren und Mini-Innovationen machen und so weiter. Und ich finde, das ist auch etwas Schönes an dieser ganzen Krise, dass man auch sieht, es ist wahnsinnig, wenn man muss, es ist wahnsinnig viel Spielraum eigentlich da, um kreative Lösungen zu finden. Das ist die schöne Seite. Aber zu deiner Frage. Ja, wer soll es sonst machen, wenn nicht der Staat? Das ist nun mal, also der Staat sind ja wir. Es ist einfach so, also das sagt jeder Ökonom, der Staat kann sich am effizientesten verschulden, weil er sich am billigsten kann verschulden. Und es wäre abstrus, wenn man jedem Akteur eine Eigenverschuldung würde in dem Sinn irgendwo zumuten. Und dass Liquidität da muss sein, das ist ja wohl klar, oder? Ja. Und dass Kurzarbeit muss da sein, wo jetzt ja eigentlich über Lohnbeiträge finanziert wird, da sind wir uns ja komplett einig, ja, es muss der Staat sein. Und ich sage es nochmal, es gibt noch Lücken, es gibt auch andere Träger, Akteure, die ihren Teil an der Last beitragen. Und das sind sicher die Immobilieneigentümer, die jetzt zum Beispiel gerade für den Detailhandel und Gastronomie einfach mit klaren Mieterlässen müssen, reagieren müssen. Weil sonst läuft es tonnenweise. Wir reden nicht von ein paar hundert Konkursen, wir reden von Zehntausenden von Konkursen.
Und dort, finde ich, dann ist dann die Grenzen erreicht, dass man sagt, der Staat soll jetzt auch noch die Mieten irgendwie zahlen. Das geht nicht, weil das kann betriebswirtschaftlich wie volkswirtschaftlich die Immobilienbranche sehr problemlos stemmen. Ihnen fallen vielleicht 1-2% der Gesamteinnahmen weg und das könnte stemmen. Sie sind ja die grossen Profiteure von den letzten 12 Jahren Tiefzinsphase und haben Traumrenditen eingefahren. Ich würde das gerne so als Schlussaussage stehen lassen. Christa Markhaller, haben Sie da noch irgendetwas drauf anzufügen, etwas, wo Ihnen beiden noch gerade auf der Seele liegt, was Sie noch gerne loswerden möchten? Ja, ich glaube, es hat wirklich auch eben kreative Seiten freigesetzt, die Krise, bei den Unternehmen, bei den Individuen, auch politisch. Ich hoffe einfach, dass wir in der Kreativität die finanzpolitische Vernunft nicht ganz auf die Seite legen, weil es ist die Generation, die das Kasset und Chiara Lustenberger, die nachher über ihr ganzes Leben dann quasi den Schuldenberg, der sich so kurzer Zeit ist angehäuft wurde, dann müssen langjährig und mühsam abtragen. Kreativität, also als Chance von dieser Krise, würde ich sagen, lassen wir so stehen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Gespräch, für die Diskussion, für Ihren spannenden Einblick und wünsche Ihnen ganz gute Gesundheit und alles Gute. Vielen Dank. Und was ist deine Meinung zum Thema? Schreib es uns in die Kommentare und abonniere unseren YouTube-Kanal. Du kannst uns außerdem auf Facebook, Instagram und Twitter folgen und verpasst so keins von unseren Videos. Die Links dazu stehen unten in der Beschreibung.